heute grüße ich sie und zeigen, wie bescheiden manchmal die Burschen geworden sind. Also mit wie wenig Essen sie auskommen. Ein schöner, hübscher Jüngling in der Steiermark, der gut trainiert ist, der kann so ähnlich wie ein wildlebendes Geschöpf, zum Beispiel die Fleißigkeit der Ameise, es tut, von einem Apfel so viel herunterbeißen in Notzeiten. Verstehst? Dass so viele Jünglinge, wenn sie zusammenkauern, und mit ganz wenig Futter auskommen können. Zum Beispiel in der Psychiatrie oder in den Gefängnissen werden sie oft auf kleinsten Raum so zusammengefasst und nur ein bisschen Essen wird gekocht irgendwo in einer Spitalskajüte, ganz armselig, und dann werden sie gelöffelt. Und dann müssen sie auskommen, jahrelang oder ein ganzes Leben werden sie manchmal eingesperrt. Oder wenn sie einen Kaugummi gestohlen haben, dann sie so den Computer hineingeschrieben und immer mehr Punkte, schlechte, schwarze. Und dann müssen sie das ganze Leben so wenig essen, auskommen und eingesperrt sein. Sie selbst schließen sie sich dann fast selber ein. So wie diese Ameisen, die sich schon zusammenrauten auf so bescheidenen kleinen Fleck, weil sie schon gewohnt sind, so schlecht behandelt zu werden. Und die andere Ameise sagt, ich nehme für mich den ganzen Apfel. Ich kann nicht einmal drauf sitzen, aber ich bin so gierig. Ich habe zwar keinen Appetit, aber ich brauche den ganzen Dreiviertel Erdball allein. Und die anderen, die Männer, müssen sich ein Stückchen davon zu Tausenden teilen. Und die Dame, die Gierige, sagt, ich allein will im Herzen der Erde wohnen, mitten im Kern in der Hölle, beim Satan, den diene ich jetzt. Das könnte man auch sagen, verstehst du? Du kannst, normalerweise solltest du die guten Männer, die besten Qualität nicht zusammenfassen und sie so bescheiden machen, das ziemt sich nicht.